Man nehme Feuer, Teig und ganz viel Zeit. Brotbacken ist was Besonderes, das ist Lebensqualität, ich möchte auch sagen, das ist was Heiliges. Der Ofen dafür etwas Besonderes. Das ist kein Made in China oder Korea oder sonst wo, das ist Made in Heiligkreuztal. Backen mit dem Holzbackofen ist angesagt. Das ordert einen wieder und das suchen die Leute. Also diese Entschleunigung und dieses Selbermachen. Früher ist der gestresste Manager zum Rafting gegangen, heute geht er zum Backkurs. Was ist das Geheimnis dieser Öfen? Warum ist das Interesse so groß? Seit Wochen wird für den großen Moment geschuftet. Ja, heute montieren wir die Fürstziegel und dann haben wir vor, noch den Häusler Backofen ins Backhäusle einzubringen. Auf einer Messe hat sich Timo Harpein in den extra tiefen Holzbackofen verguckt. Eigentlich wollte er für den Ofen nur ein kleines Dach bauen. Jetzt ist es ein Haus geworden. Fahren wir noch 10 cm her oder 5 cm her und dann setzen wir ab. Ja. Ich dachte, es wäre einfacher. Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Seine Frau Katja und er haben sich einen Traum erfüllt. Sehr schön, freue ich mich schon. Wie fühlt das sich an? Gut, warm. Ja. Mit Farbe loslegen. Ja. 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 Und Nico will Pizza essen. Die Männer brauchen eine Pizza, einen Spanferkel und was auch sonst schon alles. Und was brauchen Sie? Brot. Und das Brot soll bald aus diesem Schmuckstück kommen. Ich habe zwei Tanten und die backen schon immer selber ihr Brot. Und bei der einen gab es immer nach der anderen Spanferkel mit selbstgebackenem Brot. Und bei der anderen Tante gab es immer das beste Salzbrot der Welt. Und deshalb habe ich meiner Frau gesagt, wir brauchen unbedingt so einen eigenen Backofen, weil unsere Kinder müssen auch mal gutes Brot essen. In erster Linie ist eigentlich darum, dass wir wissen, was wir essen und woher es kommt. Ich gehe nicht gerne in Urlaub und deshalb bleiben wir künftig daheim. Okay. Können unsere Pizza daheim backen und machen den Urlaub daheim. Übers Pizzabacken später noch eine ganze Menge mehr. Fast wie ein kleiner Urlaub, der Ausflug zum Firmensitz der Häuslers nach Heiligkreuztal. Das Backdorf in Oberschwaben. Wir kommen von Koblenz. Wolfsburg. Aus der Zentralschweiz. Ich komme aus Raum Bamberg, Darmstadt. Endlich in der Ausstellung alles anfassen können. Manche erfüllen sich vielleicht heute den Traum vom Selberbacken. Ich war in Ferien in Neuseeland und habe den Häusler Pizza Backofen gesehen. In Neuseeland? In Neuseeland in den Ferien letzten Winter. Und dann habe ich gesagt, ja, sowas muss ich auch haben. Wir haben jetzt einen gekauft vor 3 Wochen oder sowas. Und jetzt gucken wir uns halt nochmal an, was wir noch dazu kaufen können. Wir sind süchtig nach Häusler. Nein. Doch. Ich brauche nichts, aber ich komme. Also ich habe schon alles, aber ich komme wirklich immer so gern hierher, weil es ein Erlebnis einfach ist. Ich würde mir einen kaufen. Ehrlich? Ja. Heute. Hier kümmert sich die Geschäftsleitung persönlich um die Kundenwünsche. Die Häuslers sind ein Familienunternehmen. Und wir sind ja schon sehr lange im Kontakt, 2 Jahre. Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre sind wir schon im Kontakt. Das heißt, vom ersten Gedanken bis zur Ausführung dauert es ja oftmals eine gewisse Zeit, weil der Kunde natürlich auch will, dass es eine hundertprozentige Geschichte ist. Wir wünschen uns natürlich auch, dass die Beratung so ist, dass der Kunde sagt, ja, wir haben es richtig gemacht. Herr Häusler hat uns das verkauft, was für uns das Richtige für die Zukunft ist, weil so ein Produkt verkauft man ja nicht jeden Tag, sondern es ist Anschaffung für die nächsten, ich sag mal, 10, 15, 20, 30 Jahre, teilweise auch generationenübergreifend. Alles, was man zum Backen braucht, gibt es hier. Vom Mehl über Knetmaschinen, Getreidemühlen oder Nudelmaschinen. Es reicht da wirklich, dass man die bloß eine Minute drin hat. Eine Erlebniswelt für Anfänger und Fortgeschrittene. An solchen Tagen der offenen Tür wird Appetit gemacht. Es kommen immer mehr Männer, denn es geht um ihr Ding, ums Feuer machen. Und dann einfach nimmer und rein und fertig. Christoph Lock und Freundin Ann-Kathrin Strahl suchen ein Ofenmodell für ihre Outdoor-Küche. Heute wollen sie endlich bestellen.
Die Chefin Rosemarie Häusler-Meyer hilft bei der Entscheidung. Hallo, grüß Gott. Hallo. Hallo. Wir gucken gerade mal rein. Also der Ofen ist jetzt ausgelegt so für 6-8 Pizzas. Sieht wirklich gut aus. Das sollte zu uns passen eigentlich. Ja. Wir waren eigentlich schon vor 2-3 Jahren da. Habt ihr die Außenküche draußen gezeigt, bevor wir gebaut haben, weil es für mich immer wichtig war, das ins Haus gleich mit einzubeziehen. Da waren wir das erste Mal, aber ohne Beratung sind wir durch, da war sie noch gar nicht davon überzeugt. Bisher habe ich noch mit dem Backen nicht viel zu tun gehabt. Und jetzt gucken wir mal, das ist eigentlich schon eine tolle Sache, gerade wenn man dann doch Freunde einlädt oder doch selber seine Brote backt, ist doch halt von der Qualität her einfach besser. Die ganze Familie Häusler ist im Einsatz beim Ofenverkauf. Auch der Senior des Familienunternehmens, Ofenerfinder Karl-Heinz Häusler. Bestellt wird im Separé. Christoph Lock und seine Freundin Ann-Kathrin Strahl wollen das Modell Habu 6-8 Grande. Endlich. Schon ein bisschen durchgeguckt, was gar nicht mehr da ist. Dieses Pultdach, das ist klassisch auch im Blech gefertigt, in der Ofenfarbe. Doch, das sollte ich glaube bevorzugen. Er sollte einen Schutz haben. Das ist einfach, wenn es dann drauf regnet oder drauf schneit, ist wie beim Auto in etwa. Ist immer gut, wenn es untersteht und so ist es beim Backofen auch. Von der Outdoor-Küche später mehr. Alle Mitglieder der Familie Häusler sind heute am Start. Auch Seniorchefin Adelinde. Der braucht Zeit, der Teig braucht seine Ruhezeit, der Ofen braucht seine Zeit. Und das ist dann immer eine richtige Entschleunigung, Brot zum Backen. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der Häuslers 1949 in der Dorfschmiede des Vaters von Karl-Heinz Häusler. Seitdem spielt Feuer im Unternehmen eine besondere Rolle. Da war ich 4 Jahre alt und dann habe ich meinen Vater auf den Arm genommen. Und dann kann ich mich erinnern, da sind wir an die Esse gelaufen. Dann durfte ich die Esse einschalten und das war für mich ein Highlight, das war für mich prägend damals. Das hat mich so fasziniert als Bub mit 4 Jahren. Und ich war in meiner ganzen Schulzeit, entweder war ich in der Schule oder in der Schmiede. Und er beherrscht das Eisen immer noch. Und da bin ich dann 67 vom Militär zurückgekommen. Und dann habe ich daheim angefangen beim Vater. Der war ein Ein-Mann-Betrieb und habe dann mit Landmaschinen angefangen. 1969 haben wir geheiratet und meine Frau, die ist gelernte Bäuerin, kommt vom Bauernhof und die hat immer das Brot selber backen. Bei uns im Dorf gab es keinen Bäcker und dann haben wir gesagt, da backen wir unser Brot auch selber. Aber das gab niemand mehr, wo ein Backofen hergestellt hat. Ja, und dann habe ich immer wieder meinen Mann bedrängt, er soll mir einen Ofen bauen. Und dann habe ich den ersten Ofen gebaut und siehe da, der hat funktioniert. Und die heutigen Öfen sind eigentlich vom Grund her nicht anders als mein erster Ofen. Und dann, wenn wir eingeladen waren, haben wir keine Blumen und keinen Wein, sondern wir haben zwei schöne Bauernbrot mitgebracht. Und da waren die Leute immer begeistert. Ja, wo haben wir das Brot her? Sagt Adelinde, ja, das haben wir selber backen. Das ist. Und dann sind die gekommen und haben gesagt, ja, wir möchten das auch mal sehen, wie man sowas macht. Und dann habe ich im Wohnzimmer drin erst mal so kleine Vorführungen gemacht für Bekannte und Verwandte. Und das hat sich immer mehr umgesprochen, immer öfters habe ich das dann gemacht. Und dann irgendwann sind junge Familien gekommen, das waren wir damals ja auch noch, und haben dann gesagt, so, wir möchten so einen Ofen, wie du auch hast. Und so hat das ganze Ding angefangen. Und es war ein hartes Jahr, das aufzubauen, aber es hat mich motiviert, es hat mir frei gemacht und ich es gern gemacht und das spüren dann auch die Leute. Und nicht bloß verkaufen wollen, sondern eben auch das Wissen, was man selber sich ergeignet hat, das weiterzugeben. Und sie haben es dann bei dem Kurs auch spüren können und genießen können. Das ist dann kriegen, was man backt und die sich versuchen dürfen. Ich bin der Meinung, dass wir, die Firma Häusler, die Familie Häusler, das fertig gebracht hat, das Alte wieder zum neuen Leben erwecken. Die Häusler Backmission und ihre Auswirkung. In Erkenbrechts Weiler lebt die Backhaustradition wieder auf. Die Dorfgemeinschaft hat ihr baufälliges Backhaus wiederbelebt mit neuen Häusleröfen. Dann das Ding aufhaltet, das hat fast 170 Kilo. Heute bringt Kundenberater Klaus Müller aus Heiligkreuztal eine große Teigknetmaschine. So, auch dahinter rein, oder? Ja. Gut. Und von der Bedienung her, wenn ihr hier an der Seite schaut, hier ist im Prinzip die Zeiteinstellung. Dann haben wir hier den ersten Gang, hier der zweite Gang. Wenn man hier drauf drückt,
beginnt sie zum Kneten. Sie haben viel investiert, damit sie wieder im großen Stil backen können. Zwei Öfen können sie anzünden. Klaus Müller gibt Tipps für das Spiel mit dem Feuer. Also, wir haben jetzt hier das Holz. Fichtenholz ist optimal dafür. Es ist natürlich so, wir sind hier mitten im Ort. Um so wenig Rauch wie möglich zu erzeugen, ist es natürlich gut, wenn ich nicht das ganze Holz auf einmal reingebe. Wenn wir anrufen, wenn was ist, auch wie heute, ja, kommt jemand vorbei und guckt nochmal danach, erklärt uns das nochmal, wie muss man das machen, wie geht es. Ja. Und ich meine, wenn eine Firma schlechte Betreuung hat, ist es einfach vielleicht im Preis, im Anschaffungspreis etwas günstiger. Aber uns war wichtig, dass auch hinterher die Betreuung stimmt. Seit 150 Jahren steht das Backhaus. Jetzt ist es wieder im Einsatz. Wir machen Backkurse jetzt, seit wir die neuen Öfen haben. Und die sind alle ausgebucht. Wir haben jetzt nochmal zwei neue Backkurse gemacht und die sind auch schon alle ausgebucht. Und es kommen ganz neue Leute, die wir noch nie gebacken haben. Und die haben wir eigentlich jetzt schon Freude dran. Das Holz ist verbrannt, die Temperatur optimal, aber nicht für alles. Wenn ich hier jetzt mein Brot reingebe, wird es unten kohlrabenschwarz. Aber so Kleinigkeiten wie jetzt so ein Schellkuchen, auch so eine Pizza, Flammkuchen, das kann ich in dieser Vorhitze drin backen. Die Luftzufuhr komplett zu, die Zugklappe jetzt komplett zu und jetzt beginnt der Ausgleich. Und jetzt eben kurz auf die Uhr schauen, halbe Stunde und dann können wir das Brot dann einnetzen. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass eingeschapft wird. Das heißt, diese Schapfe wird im Prinzip nass gemacht und dann wird es direkt auf den Stein draufgelegt sozusagen. So macht man das auf der Schwäbischen Alb. Im Backhaus ist doch das Schöne, man schwätzt ein bisschen, man hört wieder mal was Neues, was gibt's Neues. Gell? Und das gehört hier dazu. Und das geht am besten, solange das Brot im Ofen ist. Über 100.000 Euro und viel Herzblut haben die Erkenbrechtsweiler in ihr Projekt gesteckt. Gut, durchgebacken. Ohne ihr Engagement gäbe es kein Backhaus mehr. Das schaue ich immer. Also ich finde das ein Traum oder so. Wenn man hier das Brot dann sieht, wie es da steht, liegt und riecht, Traum. Diese klassische Form oder Unform, sage ich jetzt mal, das ist einfach dieses Geschapfte. 80% der Geschmacksstoffe kommen über die Kruste. Der Rest ist innen drin, sozusagen. Deswegen, ein Brot, das nicht gut ausgebacken ist, kann nicht diese intensive Bräunung, diese intensive Geschmack bringen. So, die ersten zwei Brote sind zu kaufen. Und bitte schön. Wir zum einen Backhausbrot kaufen, weil es einfach viel besser schmeckt wie das Brot daheim und vom Bäcker. Backen Sie jetzt schon? Ja. Ja? Ja. Die 60 Brote, die Sie heute gebacken haben, gehen weg wie warme Semmeln. So, fertig. Aus, basta. Ja. Zurück im Backdorf in Heiligkreuztal. Da wartet schon die bestellte Knetmaschine für die Harpeins, die leidenschaftlichen Pizzabäcker aus Bergfelden. Das Kneten ist das A und O für einen guten Teig. Das ist die größte. Oder die große auf jeden Fall. Frau Häusler hat uns da gut beraten. Sie hat gemeint, wir müssen gleich die große nehmen. Die Harpeins wollen mehr über das Innenleben der Steinöfen wissen. Das Geheimnis ist der Schamott. Feuerfeste Tonerde, getrocknet, gemahlen und gebrannt. Geführt werden sie von Roland Meyer, dem technischen Leiter der Firma. Das ausgeklügelte Schamott-System hat sich der Senior ausgedacht und entwickelt. In unserem Holzbackhof haben wir drei verschiedene Steine drin. Bodenstein, Seitenstein, Deckerstein sind unterschiedliche Materialien. Die Bodenplatte, die kommt aus dem Donautal, das heißt also Klostermelk, Österreich, da in der Ecke. Und die Seitensteine, die kommen aus dem Rhein, aus dem Rheintal.
und die Deckerplatte auch von der Elbe. Wenn zum Beispiel unter die Bodenplatte, die hat irgendwo um die 9 Kilo, wenn die jetzt 10 Kilo hat, bei gleicher Größe, dann ist es schwer, nimmt es jetzt viel Temperatur auf, ist unmöglich drauf zu backen. Also das kommt fast aufs Gramm drauf, dass es genau stimmt. Nach 50 Jahren Erfahrung stimmt eben jedes Gramm und somit das Backergebnis. Produktion ist bei uns komplett bestandsorientiert. Auf 4600 Quadratmeter produzieren an die 30 Mitarbeiter Holzbacköfen, Elektroöfen, Grills, Knetmaschinen, Getreidemühlen und Nudelmaschinen. Die Häusler setzen auf Langlebigkeit. Für 1200 Euro bekommt man schon einen kleinen Elektrosteinofen. Den Bausatz zum Selberbauen ab 2000 Euro und dann je nach Größe kann es auch fünfstellig werden. Ein Häusler hat seinen Preis. Das ist jetzt ein gewerblicher Backofen, der passt 50 Leute Brot rein, gell? 50. Die fertigen Öfen kommen dann in die Auslieferung. Ganz nostalgisch mit einem Traktor. Christoph Lock und seine Freundin freuen sich schon. In der stylischen Outdoor-Küche des Paares steht unter dem Photovoltaikdach der Holzbackofen Modell Habo 6-8 Grande. Wie läuft es so mit dem neuen Ofen? Was ich manchmal schlecht finde, wenn ich jetzt, wie jetzt gerade beim Rauskehren, dass die Glut halt doch noch runterfällt auf den Boden. Da habe ich noch den Dreh nicht ganz raus. Also bis jetzt ist uns noch nichts angebrannt, groß, Gott sei Dank. Gegens Anbrennen gibt es einen Trick. Wir haben es auch schon versucht, ohne Papier, dann klebt sie teilweise unter dem Stein fest. Also ist nicht ganz so praktisch und jetzt mit dem Papier ist eigentlich eine super Alternative. Und wenn es doch mal Probleme gibt? Wenn irgendwas nicht klappt, ich habe es zum Beispiel mit dem Anzünden am Anfang nicht hingekriegt. Ich habe bei der Frau Häusler-Meyer angerufen, die hat mir gleich weitergeholfen. Und ruckzuck hat es funktioniert. Und das fand ich halt super. Man ist einfach eine Nummer, sage ich mal. Man ist nicht einfach nur ein Kunde, eine Kundennummer, sondern ist man wirklich ein Kunde. Und das finde ich halt super. Und was ich halt super finde, hier ist ja gar keine Hitze. Hier kann ich so hin. Ich habe mich schon immer darauf gefreut, aber da, wenn man jetzt wirklich mal hat und ein paar Mal was gemacht hat, macht es wirklich Spaß und man hat Lust auf mehr. Ist soweit. Immer mehr Lust aufs Backen hat inzwischen auch Ann-Kathrin bekommen. Und damit die Gäste nicht nur die leckere Pizza bekommen, haben die Gastgeber ein spezielles Holzbackofenseminar gebucht. Hallo. Guten Morgen. Willkommen zum Backkurs. Genau. So, das hier hat eure Schildlein. Die darf da um den Hals hängen, dass man sieht, dass ihr zuhört. Ja. Begrüßung ist dann gerade hier vorne über der Baum. Die Seminare sind heiß begehrt. Und sie sind nicht die einzigen, die die Idee hatten. Denn hier gibt es die Expertentipps. Was ganz wichtig ist, das Schamott ist träge. Das bedeutet, er braucht Zeit beim Aufheizen vom Ofen. Aber nicht nur beim Aufheizen vom Ofen, sondern auch während dem Backen. Alle brennen für ihre Öfen und haben viele Fragen. Ich mache dann immer die Klappe auf, halt, die Ascheklappe, und lasse offen, dass es Duft durchzieht. Probiert es mal so aus, weil sie wird nämlich mörder. Wenn sich dahinter das Rauchrohr wärmt, dann ist ein anderer Thermik im Ofen drin und dann zieht der besser. Ja. Das Spiel mit der Temperatur bekommen die Teilnehmer hier vermittelt. Was kommt wann in den Ofen? Sieht gut aus, ne? Zum Beispiel zuerst das Fleisch bei 320 Grad. Wir haben die nicht so richtig Appetit gemacht. Also uns zwei läuft jedes Mal das Wasser im Mund zusammen, wenn wir das machen. Nach nur 4 Minuten das Ergebnis. In dem Fall. Lecker. Der wird sie nach vorne kommen. Wir nehmen das Fleisch aufs Teller. Sie nehmen sie einfach noch dünner da weg. Und dann wünschen wir ihnen schon mal einen guten Appetit. Man denkt, man kann nur Brot backen, aber es gibt ja viel mehr. Und dass man das einfach ausnutzen, die Möglichkeit hat. Ja. Einfach mal im Mehl wenden und ruhig herzhaft flach drücken. Und dann probiert sie, ob ihnen die Faust lieber ist oder eben auch die flache Hand. So, die erste Kostprobe kommt da schon. Genau. Voilà.
schön ziehen. Man merkt schon, der lässt sich schön ziehen, ist also richtig schön ausgeknetet. Wir haben schon welche daheim gemacht, ja. Aber natürlich halt nicht mit der Technik. Über 250 Seminare bieten die Häuslers pro Jahr an. Die Seminare werden von bis zu 8000 Backfans besucht. Hier noch unser Holzofenbrot, wo wir jetzt so gar nicht eingeschnitten haben, sondern was jetzt oben so rustikal aufgerissen ist. Klopfprobe kann man machen. Ne? Wenn das Brot hohl klingt, dann ist es fertig. Zwei bis drei Minuten. Zusammen mit unseren Kartoffeln, unserem Brot und unserem Leberkäse haben wir die Nachspeise mit reingeschoben, einmal unser Ananas. Die wird komplett süß. Also sprich, das ist im Prinzip wie ein Reifeprozess, der nachempfunden wird bei denen hohen Temperaturen. Nur über eine kurze Zeit. Das ist halt auch das Highlight zum Schluss noch. Ja. Ich glaube, man muss einfach alles mal ausprobieren, so wie ich das feststelle. Man kann eigentlich alles machen mit dem Häusler. Ja. Ja, es gibt unbegrenzte Möglichkeiten. Das Backdorf, 3,5 Hektar groß. Mit Produktion, Lager und Entwicklung eine wachsende Pilgerstätte. Wir standen jetzt in dem Fall hier. Hier, genau. Hier. Zukunftspläne, Besprechung mit dem Architekten. Dass man dann eben sagt, okay, wir brechen das hier ab, hier wird dann der neue Servicebereich. Jedes Jahr kommen an die 50.000 Besucher ins Backdorf. Deshalb müssen alte Hallen abgerissen und Flächen vergrößert werden. Und ihnen zwar moderner wartet, aber. Der Betrieb ist immer gewachsen, langsam und stetig. Und jetzt? Wir wollen jetzt einfach mit den Räumen mehr Platz schaffen für Vorführungen, für noch mehr Kundenservice, sodass sich der Weg nach Heiligkreuz da dann auch lohnt für die Kunden. Angedacht ist hier, den Bäckerbereich größer zu gestalten und nochmal 2 bis 3 Vorführräume mehr, wo Schulungen stattfinden können, wo Seminare und Backkurse stattfinden können. Das heißt, der Service wird sich dann hier mit abspielen, die Kunden können hier mit dem Auto herfahren. Also da verdoppeln wir uns natürlich überverdoppeln vom Ausstellungsraum. Das wird schön. Wir haben ja letztes Mal besprochen, dass wir hier noch eventuell eine kleine Gaststätte. Und dann ist da noch Platz für ein Café. Ja. Die Besucher haben oft eine Stunde oder zwei Anfahrt zu uns. Und da möchte man einfach dem gerecht werden, dass sie sich irgendwo hinsetzen können, eine Tasse Kaffee oder Mineralwasser trinken und eine Kleinigkeit zu essen. Es wird keine große Speisegastronomie werden, sondern es wird eher so ein kleiner Bereich werden. Aber der Wunsch, der schwelgt schon lange in uns. Und ich hoffe, dass wir das mit dem Pro-Projekt gut abdecken können und gut umsetzen können. In den nächsten Jahren soll sich hier einiges tun. Auch in der Entwicklungsabteilung wird experimentiert. Seit ein paar Wochen geht es immer wieder um den optimalen Knethaken. Wahrscheinlich auch immer die gleiche Maschine gewesen, bloß ein anderer Knethaken, oder? Genau, immer alle Einstellungen genau gleich. Was denkst du, welches wäre so das Optimale von denen? Also von der Aufarbeitung war jetzt der 4A der beste und der 5er. Also okay, dann können wir das mit denen gemeinsam an, das haben wir. Das Kneter optimieren geht eigentlich jetzt nicht mehr, weil man knetet schon richtig gut. Das Einzige, was wir machen, ist, wir haben die Maschine kleiner gemacht und versuchen jetzt die Eigenschaften und unsere gewerblichen Kneter in diese noch kleinere Maschine reinzupacken. Und das ist jetzt gerade das, was wir versuchen. Bei immer mehr Single-Haushalten will auch Häusler mit der Zeit gehen. Neben dem Online-Shop will die Firma auch sonst im Netz präsent sein. Dafür entwickeln die Bäckermeister immer neue Rezepte. Auch oft auf Anregung der Kunden, die dann auf YouTube abrufbar sind. Videos zum Nachbacken. Manche haben bis zu 400.000 Klicks. Okay, dann legen wir los. Action, ja. Am Tag zuvor richten wir als allererstes unser Weizenvorteig her. Nochmal. Am Tag zuvor richten wir als allererstes unseren Vorteig her. Genauso auch unseren Roggensauerteig vorbereiten, damit wir am nächsten Tag mit unserem Rezept starten können. Wir machen ja diese Videos, dass man auch wirklich zu Hause die Rezepte nachbacken kann und einfach auch sagen kann, ich kann noch mal kurz zurückspulen, wie ist das noch mal gewesen, dass man einfach diese einzelnen Schritte auch noch mal sieht, wie hat das Ganze funktioniert. Wo machen wir das hier, oder? Ja, willst du filmen, wie Zutaten rein, oder? Ja. Nacheinander? Ja. In der Regel ist es so, bei so einem Drehtag haben wir 2 oder 3 Rezepte. In der Regel 2 ist ganz gut, bei 3 wird es ein bisschen stressig.
Stefan Leichtle ist einer von Häuslers Backprofis. Diese Vielseitigkeit, also ich habe das jetzt nicht mehr so, dass ich jede Nacht in der Bäckerei stehe und halt meinen ganz normalen Alltag habe, sondern hier habe ich einfach dieses Breite. Ich kann ein Video drehen, ich habe Kurse und vor allem ich habe diesen Kundenkontakt. Das habe ich früher nie gehabt. Sonst machen wir jetzt von weiter weg. Du sagst was dazu, oder? Und dann machen wir eine Aufnahme. Bist du soweit? Ja. So, unser Teig hat jetzt 1,5 Stunden ruhen dürfen. Und jetzt ist er aber soweit, dass wir unsere Brote damit abnehmen. Die Videos werden von Manuel Scheurer betreut, der auch im Unternehmen arbeitet. Insgesamt sind wir jetzt aktuell bei ca. 100 Videos und kommen ja stetig welche dazu. Okay. Also brauche ich gar nichts dazu, ich sage jetzt, oder? Nee, einfach einschießen. Ja. Und ich blende dann die Temperatur ein. Alles klar. Das war jetzt das Video zu unserem Schwabenleib. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken. Heute soll in Bergfelden bei Familie Harpein nicht nur Brot gebacken werden. Ihr kleines Backhaus ist fertig geworden. Da habe ich jetzt praktisch gekriegt, dass da die Mehle drin sind. Im Moment sind es noch so Backmischungen. Und hier habe ich im Prinzip das ganze Geschirr. Auch das Geschirr, was ich sonst so brauche zum Hantieren. So, dass ich einfach kurze Wege habe. Viel haben sie gearbeitet in den letzten Wochen. Freunde haben geholfen. Anfangen werden wir mit Pizza. Die braucht ja nur 3 Minuten oder so. Seit heute Morgen ist Timo Harpein mit dem Feuer beschäftigt. Ja, das, mit Feuer zu backen ist ja schon was Schönes. Also, der Backofen einschalten, das kann jeder. Jetzt erst mal 3 Stunden lang Feuer machen und warten, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Und das ist ja schon was Besonderes und auch was Schönes. Was, glaube ich, schmeckt? Lecker. Lecker. Nach der Pizza kommt das, wovon Timo Harpein immer geträumt hat. Das Spanferkel in den Ofen schieben, davor das Brot positionieren. Und Gastgeber für Freunde und Familie sein. Und was ist jetzt drin? Aber auch Fleisch. Ja, ein Sperrfeuerchen. Ein Sperrfeuerchen? Das kann ich jetzt erst im Stück machen, will er. Ja. Aber noch jetzt vom Platz her nicht lang, das Brot auch noch mit reingeht. Ja, ja. Und deshalb haben wir jetzt so ein Rollbrot gemacht und Keule. Ja, ja. Also mit Knochen. Ja, ja. Und das braucht 2 Stunden oder 1,5 Stunden? Nee, 4 bis 5. Ach, was, so lang geht das? Traum, hä? Dann das erste selbstgebackene Brot. Das ist gut. Das ist schön hoch. Das ist gut. Ich finde das ganz heimlich und schön. Also so einfach so. Überhaupt der ganze Bauhof finde ich toll. Perfekt. Kann man so nicht kaufen. Jetzt der größte Moment für Timo Harpein. Noch mehr als Brot hat er sich das gewünscht. Spanferkel gebacken. Ja. Ich bin jetzt echt glücklich, dass das alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Sogar noch besser funktioniert hat, wie ich dachte, weil ich ja immer der Pessimist war an dem Ganzen. Ich habe immer gesagt, das kriege ich mir so auf die Schnelle gar nicht hin. Aber es hat tatsächlich alles so weit gepasst. Und jetzt essen wir vor's kalt wird.